von der Gustav-Heinemann-Schule. Mein Name ist Almedina Hasanovic und ich bin die Stufenleiterin für die Stufe 1, das bedeutet für die Jahrgänge 5 und 6. Da kümmere ich mich um die pädagogische Arbeit, dass sie tatsächlich auch vernünftig klappt. Wir freuen uns, Ihnen heute ein paar Räumlichkeiten bei uns hier zu zeigen und Sie ein bisschen durch unsere Schule führen zu können. Ich habe hier auch jemanden mitgebracht, der mich dabei begleitet und derjenige stellt sich jetzt einmal selbst vor. Hi, ich bin Samuel Bielak, Schüler und Vertreter der Gustav-Heinemann-Schule. Wir setzen uns gemeinsam für unsere Schülerinnen und Schüler ein und wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Räumlichkeiten. Viel Spaß! Ja, wie Sie sehen, sind wir hier in einem Klassenraum und das ist jetzt hier ein Klassenraum einer 5. Klasse und zwar einer Erdmännchenklasse. Und jede Klasse bei uns, die zu Beginn startet, hat ein Maskottchen, mit dem die Schülerinnen und Schüler sich identifizieren wollen. Wir zeigen Ihnen gleich einmal diesen Raum und zeigen Ihnen eben, wo das Unterrichtsleben hier stattfindet. Und wie man im Hintergrund sieht, können die Schülerinnen und Schüler ihren Klassenraum aktiv und kreativ dauerhaft mitgestalten. Bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich einen kompletten Tag bei uns verbringen. Sie kommen morgens um 8.20 Uhr, dann startet die erste Stunde und der Schultag kann bis zur 9. Stunde gehen und endet somit um 16.15 Uhr. Hier jetzt gerade sind wir in unserer Mensa. Das bedeutet, das ist ein Ort, wo man Mittagessen zu sich nehmen kann und das ist ja bei so einem langen Tag auch tatsächlich notwendig. Und hier sieht man jetzt diese Räumlichkeiten und die Möglichkeiten dazu. Pause auch nicht langweilig wird, kann man natürlich, nachdem man das Mittagessen eingenommen hat, auch andere Bereiche in unserer Schule nutzen, wo man die Zeit verbringen kann. Wir sind jetzt gerade hier in einem solchen Bereich und wir nennen diese Bereiche bei uns Freizeitbereich. Das ist hier der Treff und hier kann man tatsächlich mit vielen Dingen die Zeit verbringen. Hier habt ihr zahlreiche Angebote, es reicht vom Kicker über einen Flipper, über Tischtennis bis zu Gesellschaftsspielen. Hier ist immer für eine gute Freizeitmöglichkeit gesorgt.